Servus liebe Shisha-Freunde, das Shisha Warentest-Team meldet sich mit einem neuen Review und zwar Shisha Olli und ich natürlich wieder B2B. Ja, heute geht es um Kohlen und die zeigen wir euch aus der Nähe. Ich hole euch mal kurz runter. Und zwar geht es heute um natürlich Naturkohle. Und um welche genau? Um Mott Cococaccia. Kennt ihr ja sicherlich schon, gibt es ja schon länger auf dem Markt, haben wir ja auch schon mal reviewed. Aber jetzt mittlerweile gibt es eine neue Produktion und ja, die wollen wir natürlich testen. Und wir haben jetzt hier mal die gelben Würfel auf der linken Seite 3 Stück und die roten Würfel auf der rechten Seite 3 Stück. Und ja, die testen wir jetzt. Die hier auf der Seite, hier, die hier, das sind Cococchas, die habe ich bloß da abgelegt. Ja, die werden wir jetzt testen. Was fällt uns schon auf, wenn wir mal genau hinschauen? Und zwar hier diese, die bricht schon. Und die anderen werden wir gleich sehen, weil wir werden alle jetzt, bevor wir rauchen, abklopfen noch. Wir sind schon mal gespannt. Ja, schauen wir uns mal genauer an. Jetzt kommen wir erst einmal dazu. Moment. So schauen die aus. 3 Kilo. Das waren jetzt die linken. Und ja, was haben wir da an Daten für euch? Moment, so, schauen wir uns das mal genauer an, wenn er scharf stellt, ja. Feuchtigkeit 8, Kohlenstoff 75, flüchtige Bestandteile 17 und Asche 5. Gut, dann kommen wir noch zu den roten, zu den rechten. Sorry, wenn es ein bisschen wackelt, ich bediene das gerade mit einer Hand. So, so schauen die aus. Kennt ihr ja auch schon, das sind jetzt die roten und da haben wir ein paar kleinere Unterschiede. Feuchtigkeit bleibt gleich, Kohlenstoffgehalt ist bei denen ein bisschen niedriger, 72 haben wir da. Dann flüchtige Bestandteile 17 bleibt gleich und Asche haben wir 6, die gelben haben 5. Aber an den Würfelgröße erkennt man überhaupt keinen Unterschied. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob da auch ein Unterschied sein soll oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir werden jetzt die Kohlen auf den Brenner geben. Auf den Brenner? Auf die Shisha geben, auf den Kopf. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. Ich werde euch jetzt wieder bloß oben ablegen. Moment. So. Okay. Gut. Ja, schauen wir mal. Jetzt werde ich sie bloß mal kurz anföhnen. So, und jetzt beim Anföhnen ist die Kohle gebrochen, die eine, was wir vorhin gesagt haben. Wir fangen jetzt mal mit den roten an. Also so sehen sie ganz gut aus, schön durchgeglüht. Und jetzt werde ich sie einfach mal auf den Kohlenteller, Moment, mal abklopfen. Und dann schauen wir uns mal an, wie es ausschaut. Gut, also die bricht nicht. Dann nehmen wir die nächste von den gelben. Roten. Von den roten, sorry. Rot haben wir rechts. Passiert gar nichts. So, und jetzt kommt die gebrochene. Mal schauen, ob sie nochmal bricht. Ist der Kohlenteller langsam warm? Ja, bricht wieder. Und die nächste. Bricht auch wieder. Wie zu erwarten. Gut, dann kommen wir zur roten. Gelb. Danke. Gut, dass ihr immer jemanden da habt, der aufpasst. Ja, hat auch schon ziemlich große Risse bekommen. Wenn man sich das jetzt mal genauer anschaut, wo habe ich es gesehen? Hier, zeige ich euch mal aus der Nähe. Vielleicht fängt es der Autofokus ein, ansonsten... Oh, seht, da ist eine Kohle an deine Finger. Vielleicht fängt es der Autofokus ein. Sind schon gute Risse drinnen. Ja, mit der probieren wir es jetzt. Den Riss geben wir mal nach oben. Nehmen wir die nächste mal. Die hat es auch überlebt. Ja, hat auch schon leichte Risse.
aber geht. Oh, und dann kommen wir noch zur letzten. Die kleinste im Bunde. Die war leider ein bisschen kleiner. Boing. Gut, das war zu erwarten. Gut, wenn sie auf den Boden fliegt, dass sie hier geht, ist klar. Ja. Aber die sieht auch gut aus. Die ist zwar jetzt durch das, dass sie runtergefallen ist, gebrochen, aber sieht auch gut aus. Das wären die anderen jetzt auch, wenn die von der Höhe runtergefallen wäre. Aber sieht gut aus. Gut, dann werden wir jetzt noch hier eine rote mit dazugeben. Und die hier, die zwei sind gelb, die ist rot. Man erkennt schon, die Ascheschicht hier ist weißer wie hier. Ja? Muss ich das jetzt mal hier anschaut. Aber ansonsten kann man eigentlich nicht viel Unterschied sagen. Ich werde mal die Kohlen hier auf dem Kohlenteller weiter glühen lassen, dass man später dann auch mal sieht, wie sie ausschauen. Dann werde ich auch bloß mal die rote hier noch auf Seite geben, dass man dann auch später den Unterschied sieht. So, das geben wir jetzt einfach hier mal auf den Boden. Fertig. Gut, dann schauen wir uns mal die Kohlen aus der Nähe an. Und zwar hier, das sind jetzt die gelben. Das ist jetzt, muss man aufpassen, wo ich jetzt hinlauf. Das ist jetzt so eine aus der Verpackung. Und die hat leider auch schon, sieht nicht ganz so schön aus. Wie man sieht, die ist nicht so gut gepresst worden. Hat auch schon Risse mit drinnen. Und ja, ist jetzt nicht so das Optimale. Aber im Großen und Ganzen sind die Kohlen eigentlich recht gut. Wenn man jetzt mal hier sich die Menge anguckt. Wenn man jetzt hier mal bloß mal so reinschaut, da sieht man eigentlich schon, dass die Würfel alle eigentlich ziemlich gleiche Form haben. Bei den roten haben wir was festgestellt. Da sind in der oberen Schicht zwei solche Kollegen mit rausgekommen. Die müsste man dann noch brechen, also die hat man nicht ganz gut teilen können. Ich muss, keine Ahnung warum, da kommen auch in der zweiten Schicht kommt wieder eine hervor. Also da ist was mit der Produktion noch nicht ganz hundertprozentig. Aber dafür sehen die Kohlenstücke besser aus, wenn sie jetzt richtig geteilt worden sind. Da sehen die Kohlenstücke deutlich besser aus. Nicht ganz so Kraterart wie jetzt die anderen. Aber gut, das ist jetzt eigentlich aber nicht ausschlaggebend. Achso, hast du schon. Ich habe jetzt gerade auf Plastik. Gut. Was ist uns aufgefallen beim Durchglühen? Stinken wie die alte. Aber es ging eigentlich. Für 6 Kohlen, was wir jetzt drauf hatten, war es eigentlich ganz angenehm. Da waren die Alduchan intensiver, finde ich. Wenn man es jetzt aufs, sagen, ja. Wenn man so auf die 3 Kohlen zieht jetzt. Also Hitze geben sie recht gut ab, wie man sieht. Ich gebe jetzt die Kohlen weiterhin auf den Elephant Kohlenanzünder, dass man dann später mal sieht, wie sie ausschauen, wenn sie jetzt durchgehend Hitze bekommen. So. Gut. Also angeblich soll ja die neue Produktion nicht mehr so schnell brechen wie die alte und die sollen auch nicht mehr so viel aschen. Gut, ich sag mal so, ein Vorteil sehen wir jetzt schon, weil im Prinzip bei der alten Produktion ist im Prinzip jede Kohle gebrochen. Also die, wo ich daheim habe, da brechen wirklich alle drei, wo ich immer auf dem Brenner tue, auf dem Kopf drauf, die brechen wirklich alle drei. Es ist ja so, dass das eine bricht. Da brechen wirklich alle. Das stimmt, ja, weil aktuell benutzen wir die alte Produktion noch, weil wir sie noch zu Hause hatten. Genau. Und er hat auch noch ein paar Kilo zu Hause und ich habe noch ein paar Kilo zu Hause. Und ab und zu haben wir jetzt mal die Mod Coco Kacha benutzt. Und
sieht man sofort, wenn die 10 Minuten auf dem Brenner waren, waren so dicke Risse in der Kohle, dass man sagen konnte, so beim nächsten Mal abklopfen, brechen sie. Ja? Und die meisten sind vorher schon gebrochen. Ja? Also das stimmt, da kann man schon mal sagen, ist es besser. Aktuell aber ja bloß ein Bruch von 6, weil die andere ist ja auf den Boden gefallen. Das war ja nicht eigen von den Kohlen her gesehen jetzt. Zwei sind gebrochen und eine ist runtergefallen. Also von der roten sind zwei gebrochen. Das sind die zwei hier. Und die dritte, die liegt hier oben. Ne, die dritte haben wir hier oben auf dem Kopf. Ja, aber die gebrochene. Die liegt da, die dritte gebrochen. Ach so, sind alle drei jetzt gebrochen, also zwei gebrochen schon. Zwei sind gebrochen bei den roten und eine ist gebrochen durch das, dass sie runtergefallen ist. Das war ja gelbe, die gebrochen ist. Die letzte. Ja, die gelbe. Genau. Und zwei rote. Ja, ja. Habt ihr ja vorhin auch gesehen. Zwei rote sind gebrochen und die gelbe, die ist, hat überlebt. Ja, die ist runtergefallen und dann ist sie gebrochen, aber das, wie schon gesagt, das wäre bei allen passiert. Also man kann schon mal sagen, die gelben haben brechen nicht so schnell, auch beim Anmachen nicht. Das kann man jetzt gleich mal sagen. Von der Asche ja, sind sie beide eigentlich ganz okay. Da kann ich jetzt gar nichts sagen, da habe ich jetzt nichts feststellen können. Also das sind ja jetzt die gelben. Ja, recht wenig Asche muss man sagen bis jetzt. Ist ja klar, jetzt sind sie ja noch frisch. Nö, also da kann man jetzt nichts Negatives sagen. Jetzt gucken wir mal die rote an. Ja, die ascht schon deutlich stärker. Ja, also die sieht auch anders aus jetzt. Wenn die Asche runterfällt, ist es eher ist ziemlich stark schwarz. Ja. Und die anderen haben eigentlich immer noch eine gute Ascheschicht drauf. Ja. Und die rote... Da ist viel Schwarzes auch mit ab, also viel Asche mit abgebröckelt. Aber so, wenn man zieht, sieht man auch, dass sie noch rot, also dass sie noch an ist. Also so in den ersten paar Minuten mit der neuen Kohle zu rauchen, kann man gleich mal sagen, dass die gelbe Kohle besser ist. Die ascht weniger und die bricht weniger. Geschmack oder so jetzt von der Kohle haben wir keinen. Egal ob rot oder gelb, spielt überhaupt keine Rolle. Da ist überhaupt nichts vorhanden. Wie schon gesagt, Eigengeruch haben sie ganz normal eigentlich. Ein bisschen stärker wie die Bricos beim Anmachen gehabt. Das ist aber weniger schlimm, also ich fand es jetzt nicht so stark störend. Also das geht, da gibt es jetzt nichts, was man jetzt negativ bewerten könnte. Und ja, von der Brenndauer müssen wir abwarten. Das werden wir dann am Ende dieser Session dann sagen. Wir werden dann auch einen Cut jetzt dann reinmachen und dann... Bevor wir dann den Kopf dann beenden, dann einfach mal schauen, wie die Kohlen dann ausschauen. Und ja, jetzt kommen wir noch kurz zu den Preisen. Die Preise sollten ziemlich gleich sein, egal ob es jetzt die gelben oder die roten sind. Die roten sind auch nicht so stark verbreitet. Mittlerweile sind eigentlich nur noch die gelben großartig auf dem Markt. Und die gelben liegen immer ungefähr bei 9, 10 Euro, so um den Dreh. Und für 3 Kilo, was preislich wirklich gut ist, wenn man es runterrechnet, 3 Euro pro Kilo ist okay. Und die roten sollten gleich vom Preis sein. Die Würfelgröße sind immer 25x25x25, Standard. Und gingen auch relativ schnell an, also 8-9 Minuten normal, ein bisschen mit dem Föhn nur anföhnen, dann geht es recht schnell. Die Kohlen sind auch aus Kokosnussschalen, steht auch auf der Verpackung drauf, Grillbriketts aus Kokosnussschalen und hergestellt in Indonesien. Und sowieso fast alle eigentlich. Richtig. Ja, dann würden wir es mal so machen, wir machen jetzt einfach einen Cut rein, schauen uns die Kohlen dann kurz vor Ende nochmal an,
wir rauchen jetzt die Kohlen ganz normal weiter, bis es nicht mehr geht oder bis sie so gut wie keine Hitze mehr abgeben, und dann melden wir uns einfach wieder und dann schauen wir mal, was rauskommen ist mit den Kohlen. Ob sie ja, jetzt dann irgendwann doch noch brechen, wenn wir es jetzt wieder abklopfen, oder ob sie durchhalten. Das werden wir jetzt dann einfach dann sehen. Ihr seht es ja gleich im Anschluss und wir sehen es in einer knappen Dreiviertelstunde, denke ich mal. Also, bis gleich. So Leute, wir sind wieder zurück. Ja, geraucht haben wir jetzt knapp eine Stunde und ja, es qualmt immer noch wie beim 10. Zug circa. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was die Kohlen denn da oben so machen. Wir haben jetzt ja vor 10 Minuten mal den Windschutz draufhauen müssen, aber sonst die ganze Zeit ohne Windschutz geraucht. Und wenn man sich die Kohlen mal so anschaut, klar, sie sind kleiner geworden. Wir haben sie zweimal abgeklopft, jetzt das dritte Mal. Sie sind aber immer noch schön. Wir haben keine Kohle jetzt hier noch gehabt, die gebrochen ist. Gut, die letzte, die gelbe, bricht jetzt beim letzten Mal klopfen. Die rote, ja. Genau, die rote. Also jetzt sind alle rote gebrochen. Genau, jetzt sind alle rote gebrochen. Die gelben haben es durchgehalten, die roten hat es jetzt zerhauen. Aber war zu erwarten bei den roten. So, dann schauen wir uns noch die auf dem Brenner an. Die, da war ja noch die eine ganze noch drauf. Wenn ich jetzt die mal hier mal drauf ersche, ja, hat immer noch einen guten Kern. Es war eine dicke Ascheschicht drauf gewesen, aber jetzt, wo man es abgeklopft hat, haben wir immer noch eine funktionierende Kohle. Zwar ziemlich klein, aber die war jetzt fast eine Stunde auf dem Brenner durchgehend. Und das ist natürlich super. Und die restlichen Kohlen auf dem Kohleteller. Hier sind sie. Das ist ein, glaube ich, Ausgang. Ja. Fast. Fast. Also so gut wie alle Ausgang, aber das ist ja klar. Das würde jede Kohle. Das ist normal. Da gibt es jetzt nichts Negatives zu sagen. Ja, also ein Endfazit kann man auf jeden Fall dann rausgeben. Und zwar die gelben, die neue Produktion von den Coco Cachas sind super. Die gelben sind auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Halten das, was man erwartet, ja, also eine Stunde lang rauchen zu zweit, wenn wir durchgehen, dann zieht fast, halten sie gut durch. Da gab es jetzt wirklich positiv, das war jetzt alles wirklich positiv und keine ist gebrochen von den gelben, außer eben die eine, aber das war ja vorauszusehen. Gut, wenn du vor 1,5 Meter auf den Boden fällst, da bricht, glaube ich, jede Kohle dann. Ja, das ist, kann passieren. Und ja, also man könnte immer noch weiter rauchen mit den Kohlen. Wenn man noch einen Windschutz drauf haut, können wir immer noch weiterhin ordentlich Hitze abgeben an den Tabak. Und so soll es sein. Ich schätze mal, Viertel, halbe Stunde maximal noch. Dann geben sie auch nichts mehr ab. Dann sind sie nämlich fertig. Genau, aber eine Stunde lang durchrauchen geht ohne Probleme. So soll es sein. Und ja, die neue Produktion ist jetzt eigentlich schon so gut wie in jedem Shop zu haben. Die alte Produktion wird ja nicht mehr hergestellt. Das wird jetzt nur noch diese hier hergestellt. Und ja, die lässt sich sehen. Und zu kaufen gibt es ja auch bei mir im Shop, bei shop.shishaforever.de. Aber auch bei allen anderen Shops, wo bis jetzt die Mod-Kohlen zu kaufen gab. Also passt auf jeden Fall. Kaufempfehlung gibt es raus. Für 10 Euro circa 3 Kilogramm Naturkohlen kann man nicht meckern. Ist wirklich super. Und ja, es gab ja jetzt auch schon Shops, die 1 Kilo Cocobricos für 5 Euro verlangen. Also da ist das wirklich billig. War eine Reihe meiner Unverschämtheit mit 5 Euro mittlerweile. Und dann nur sagen, das sei günstig. Also ja. Günstig ist das wirklich nicht mehr. Das stimmt. Ja. Und ja, Kopfschmerzen gibt es auch keine beim Rauchen bei den Kohlen oder sonstiges. Also passt. Einmal frei. Vielen Dank geht natürlich auch an die Leute von Mod, die mir die neuen Kohlen auch zur Verfügung gestellt haben. Und ja,
wirklich gute Kohlen jetzt mittlerweile rausgebracht. Die roten haben uns jetzt nicht so überzeugt. Da muss man auf jeden Fall nochmal gucken, dass man da vielleicht was ändert. Die gelben haben es jetzt wirklich gepackt, die sind gut geworden. Und ja, dann haben wir es eigentlich für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, das Video. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Shisha-Warentest-Team mit Big2B und Shisha-Olli. Servus!